Im grünen Kleid steht sie malend an der Staffelei, gleich neben ihr Gustav Klimt und Egon Schiele, die ihr Werk begutachten. Neben anderen Männern, vielen anderen Männern. Helene Funke ist die einzige Künstlerin in Oskar Laskes Monumental-Wimmelgemälde Das Narrenschiff von 1922. Eine Pionierin der Moderne, eine Anerkennung, die sich Helene Funke erkämpft hat. Geboren in Chemnitz 1869, feiert sie vor allem vor und nach dem Ersten Weltkrieg große Erfolge. Doch als sie stirbt, heute vor 65 Jahren in Wien, da ist ihr Ruhm nahezu vergessen. Ihr Lebenslauf hat bis heute viele blinde Flecken. Der Stichtag von Sven Hecker. Eine Tochter zu haben, die Malerin werden wollte, das kam gleich nach der Prostitution. Maßstäbe um 1900, so erinnert sich der Neffe Helene Funkes in einem Interview. Dennoch, Funke, einzige Tochter einer betuchten Chemnitzer Kaufmannsfamilie, setzt sich gegen den Willen der Eltern durch. Die 29-Jährige studiert ab 1899 an der Münchner Damenakademie. Sie wird Malerin, interessiert sich überdies für die junge Fotografie. Funke experimentiert mit Fernauslöser und Selbstinszenierung vor der Kamera. Rastlose Jahre folgen. 1905 geht Funke nach Paris, damals Zentrum der europäischen Moderne. Matisse und der Fauvismus begeistern sie besonders. Diese und andere Einflüsse schlagen sich schnell in ihren Bildern nieder. Leuchtende, geradezu explodierende Farben. Bald stellt Funke in Pariser Salons aus, aber auch in Deutschland, so in Chemnitz und Dresden. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg zieht Funke nach Wien und avanciert dort in den 1920er Jahren zur meist ausgestellten Künstlerin. Der Kunsthistoriker Hans Ankwitsch Kleehoven schreibt damals: Helene Funkes Arbeiten haben ein wahres Feuerwerk abgebrannt, dessen pointillistischer Sprühregen sich in gleicher Weise über figurale Kompositionen, Porträts oder Landschaften zu größeren Formen verdichtet. Das Farbenfeuerwerk in Funkes expressionistischen Bildern sorgt in Wien und anderswo in Europa für Aufsehen, vor allem ihre selbstbewussten Frauendarstellungen, die Aktbilder, oft ungeschönt, betont unerotisch. Provokant in Zeiten, in denen Frauen nicht nur der Zugang zu Akademien verwehrt sein sollte, sondern auch die Aktmalerei. Viola Weigel, 2018 Kuratorin der Funke-Ausstellung in den Kunstsammlungen Chemnitz. Frauen schauen direkt hinaus, sie schauen uns direkt in die Augen und sagen, du darfst mich jetzt hier nicht gerade immer so anschauen, ich bin jetzt nicht hier irgendwie ein kostbarer Gegenstand oder Beiwerk von dem Mann vielleicht dahinter, sondern die sind wirklich da auch selbstständig und eigenständig unterwegs und vor allen Dingen bilden sie eine neue Allianz, nämlich mit den Frauen, die um sie herumstehen. Wie die Frauen in ihren Bildern hat sich auch Funke längst emanzipiert in einer männerdominierten Kunstwelt. 1928 erhält sie den österreichischen Staatspreis für ihr Gemälde Tobias und der Engel als einzige Frau unter den 10 Preisträgern. Indes, es gibt auch immer wieder Schmähungen wie die des Wiener Kritikers Arthur Rössler. Diese von Frauenhand mit der Spachtel maurermäßig derb hingestrichenen Bilder sind mir und den meisten Männern ein Greuel. Als die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre naht, da sinkt Funkes Stern, die Aufträge schwinden. Funke, inzwischen über 60, kämpft mit einem Augenleiden, malt nun konservativer. Während des Zweiten Weltkrieges schlägt sie sich mit Reinigungsarbeiten durch. Ich bin eben selbst ein einsamer Steppenwolf. So schreibt Funke an den befreundeten Autor des gleichnamigen Romans, Hermann Hesse, Ende 1944. Nach Kriegsende erinnern zwei Ausstellungen an sie. 1955 erhält die 86-Jährige noch einen Professorentitel. Doch als sie zwei Jahre später stirbt, am 31. Juli 1957, da ist sie isoliert und verarmt. Es sollte Jahrzehnte dauern, bis Helene Funke wiederentdeckt wird, die Kraft ihrer Werke und ihre Verdienste um den frühen Expressionismus. Sven Hecker, der Stichtag zu Helene Funke, heute vor 65 Jahren in Wien gestorben.